Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo auf dem Kanal von Planet Firework. Heute testen wir mal den Monumentalvulkan, eine Neuheit aus dem Hause Bodmer Pyrotechnik, sprich Pyroland. Und ja, das ganze Ding ist ein Vulkan, wie der Name schon sagt. 10 Meter soll das Ding Auswurfshöhe haben und 90 Sekunden Brenndauer. Das ist schon heftig. Wir schauen uns das Teil einfach mal an. Ich muss ja wissen, wie so ein Ding aussieht, das 10 Meter hoch sprühen soll. Also, Größe eindeutig wie ein F3-Vulkan. Und ja, was hat das Ding für eine NEM? 190 Gramm NEM hat das Ding. Da könnt ihr es sehen. Ziehen wir uns direkt mal rein. Ich bin sowas von mega gespannt. Wir sehen uns draußen beim Test mit dem Monumentalvulkan. Und fängt ganz filigran an, ne? Ja. Steigert sich langsam. Oh, er wird langsam. Das sind schon mal 3 Meter, ne? Ja, 4 so jetzt, ne? Ja, 4 Meter haben wir jetzt hier. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen schon zurückgehen. 5er. Das hört sich an wie so ein Düsenantrieb, ja. Ja. Jetzt haben wir gleich... Der steigt. Jetzt haben wir die 6. Wir müssen immer weiter zurückgehen. Uiuiui. Oh ja, jetzt sind wir schon bei 7. Die Bäume hat das Ding fast eingeholt jetzt. Ja, also 10 Meter nicht ganz. Das sind so zwischen 7, 7,5. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber trotzdem geil. Ja, finde ich auch. I swear I seen you before, holding your shoes in your hands, running out that door. And you, you are nothing, but you say you wanna dance, and you're wearing.